What? Ich war da nicht markiert, oder? Alter, ist die fett. Alter, die Lispel Rationally. Who's that Pokémon? LVP, what the f***, da krieg ich Hardstack-Flap ja mehr. Ja gut, das hängt damit zusammen, dass halt, es gibt Leute, die haben zu hohe LP erreicht. Und jetzt gab's halt einen, also ich meine zum Beispiel, Maggi, Felix und Labrov kriegen auch nur noch 11, 12 LP pro Win, weißt du? Weil halt einfach, die müssen jetzt wieder gucken, dass die Leute weniger LP haben an der Spitze. Früher hat man hier im Jungle mit Smite und TP gespielt, das waren noch Zeiten. Ja, es gab eine Menge, oh no, wir haben Kidui im Team. Jetzt haben wir den anonymen Elefanten verloren und jetzt kommt der zweite größte Albtraum in der Champ Select. I am Kidui. Um Gottes Willen, ey. Sorry, wurde bestimmt schon gefragt, aber wolltest du heute nicht frei machen? Ich mache ja heute frei, aber erst ab 18 Uhr. Also ich mache so halbtags frei, mache ich ungefähr. Hat jemand einen Link von der A-Z-Challenge? Die ist fertig, die A-Z-Challenge. Wir sind am Dienstag um 1.30 Uhr sind wir fertig gewesen. Ihr könnt das alles auch wunderbar auf Uncut verfolgen, die ganze Challenge. Schauen wir, ob jemand einen Pick möchte. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen warten hier, wenn ich darf. Midlane Blind Pick ist immer super lästig irgendwie. Karma. Okay, perfekt. Okay, das ist Jin. Ne, das ist der anonyme Elefant mit Lucian Top. So eine Ahri spielen. Er darf entscheiden. Oh. Okay, nimmt Ahri, alles klar. Ist auch die bessere Wahl hier natürlich. Das ist auch die bessere Wahl hier. Gibt es ein bisschen mehr Spielraum im Early Game? Bedeutet aber auch, dass wir sauberer spielen müssen als die letzten Games im Early Game. Weil unser Scaling dadurch natürlich um einiges schlechter ist, als wenn du jetzt zum Beispiel einen Viktor spielen würdest. Wir wollen hier keinen Weiger sehen, wenn es geht. Okay, das ist kein Weiger. Ist das von Labrov eigentlich ein weltweiter LP-Rekord? Ich glaube, auf diesem chinesischen Super-Server haben sie regelmäßig auch mal 2k LP, wenn ich mich nicht täusche. Bist du eigentlich viel erkannt in der Öffentlichkeit? Nö. Nö, überhaupt nicht. Ich bin ja mehr so in so einer Nische bekannt, weißt du? Was mich mal interessieren würde, wie viel Prozent der Bevölkerung, denkt ihr, kennt Montana Black? Das würde mich legit mal interessieren. Wie viel Prozent der Bevölkerung kennt Montana Black? Weil das ist ja so der deutsche Superstar oder Kronk. Die zwei, das wäre echt mal interessant zu wissen. Das ist wahrscheinlich auch von Demografik zu Demografik extrem unterschiedlich, wie viele Leute die kennen. Aber das sind ja so die zwei, sagen wir mal, bekannten Superstars. Na? Keiner, nur die Twitch schauen, sonst kennt die keiner. Das glaube ich nicht bei Montana Black und Kronk. Weil die hatten ja durchaus schon Fernsehauftritte und sind in irgendwelchen News oder in Zeitungen vorgekommen. Also das kann ich nicht, das glaube ich nicht, dass du nur die Twitch-Leute, ich meine, der ist ja auch wahnsinnig groß, zum Beispiel auf YouTube, beide von denen. Also Lucian Mitte ist sehr interessant, das gibt es eigentlich kaum noch, Lucian Mitte-Spieler. Das ist eine sehr, sehr schwierig zu navigierende Lane im Early Game. Lucian einer der dominantesten Laner. Aber solche Dashes sind immer ein ganz gutes Zeichen für euch, weil das vielleicht deutet, dass der nicht die beste... das war ein gutes Coup. Dass er vielleicht doch nicht die beste Expertise hat auf dem Champion. Wenn wir durchhalten bis Level... bis Everfrost, dann sind wir auf jeden Fall fein. Wenn jemand sagen, wer Kronk ist... Ich glaube, der erste große deutsche Gaming-YouTuber ist das, oder? Der ist vor allem bekannt für seine Minecraft-Videos gewesen am Anfang, glaube ich. Ich glaube, das ist der erste wirklich große Gaming-YouTuber gewesen. Mittlerweile macht er halt Variety, ist ein sehr, sehr großer Streamer, ist nach wie vor auf YouTube aktiv. War ein sehr komisches Play vom Lucian. Da habe ich jetzt nicht so ganz verstanden, was er da wollte. Naja, aber hin und wieder wirst du schon mal erkannt, oder? Ja, klar. Also ab und zu werde ich mal erkannt. Da habe ich mich so... Also letztens habe ich mich mal richtig gefreut. Da hat mich jemand in einem... Da bin ich in ein Restaurant gegangen und da haben mich zwei Jungs haben mich erkannt. Super freundlich, ne? Haben wir kurz ein Bild gemacht, ein paar Takte geredet. Und da habe ich mich... Also da habe ich mich wie ein richtiger Promi gefühlt, muss ich sagen. Aber schon cool. Aber es ist schon sehr selten, also bei mir, dass mich jemand erkennt. Deswegen sind halt auch so Offline-Events wie die Gamescom, finde ich, so geil. Weil man halt einfach mal die Leute kennenlernt, die seinen Stream gucken. Deswegen freue ich mich auch, dass dieses Jahr, es gibt einen TwitchCon und es gibt eine Gamescom. Und ich hoffe, dass ich da ein paar von euch treffen darf. Weil ich werde... Also ich werde probieren, zu beiden Events zu kommen. Außer irgendwer sagt nein, aber ich gehe mal davon aus, dass ich da zu beiden kommen kann. Gibt es Merch von ihnen? Aktuell noch nicht. Aber ich bin tatsächlich dabei. Ich bin tatsächlich dabei. Das sage ich schon relativ lange, aber also tatsächlich habe ich jetzt auch schon mal Muster zugeschickt bekommen und erste Prototypen und so. Ich bin dabei. Ja, wir können eine Platte jetzt nehmen. Schöner Charm da für uns. Gut geklappt.
Ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, dass der schon wieder da ist. My bad. Jetzt müssen wir einmal kurz ein Reset finden hier. Machst du dann auch ab und zu Facecam an mit deinem Merch? Ja, Leute, das ist eine der großen Tragiken aktuell bei mir ist, dass ich mich so unwohl fühle, weil ich so eine fette Kartoffel bin. Das ist tatsächlich was sehr, sehr Bitteres gerade für mich. Deswegen gibt's gerade auch so wenig Cam, wisst ihr. Also ich versuche daran zu arbeiten, aber es ist einfach ein weiter Weg gerade. Machst du denn schon Sport? Ja, ich mach Sport. Ich probiere wirklich was dran zu machen. Ich versuche weniger zu essen, aber es ist ein weiter Weg bei mir, bis ich mich wieder wohlfühle. Na, deswegen, das ist der Grund, warum es aktuell so super wenig mit Cam gibt, weil es gab immer eine Zeit, da habe ich mich wieder besser gefühlt. Da habe ich echt viel mit der Cam gemacht und mach mal andere Streams und mich halt gezeigt und so. Da war schon auch ganz cool. Ja, wollen wir doch mal schauen, ob wir dieses Game wuppen können. Wenn wir das Game auch noch gewinnen, dann haben wir einen 5-Game-Winstreak in Challenger, ne? Möchte ich mal kurz erwähnt haben. Das ist schon ziemlich nice. Wenn ihr Everfrost habt, könnt ihr einfach das hier machen, wartet. Oh, oh. Machen hier einmal kurz das Q. Wenn er jetzt vorgeht für den Ken. Wenn er einfach das hier machen, ne? Dann ist das alles viel leichter. Er muss in der Situation, müsste er den Everfrost dodgen. Und dann kann ich danach aber einfach mit Ult und plus E korrigieren. In dem Fall hat er jetzt nicht mal den Everfrost gedodged, dann ist es noch besser für uns, aber in der Regel, ne? Der kann jetzt eigentlich gar nicht mehr lanen gegen uns zu dem Zeitpunkt und er hat kein Late Game gegen Hikarim. Und wir sollten als Team besser scalen als die, das heißt, das Game hier sieht sehr rosig aus. Deutet natürlich lang noch nicht, dass wir gewonnen haben, ne? Die Gegner haben gute Leute, die haben Zukillionen zum Beispiel, das ist immer eine Möglichkeit, das Game zu verlieren, auch wenn der gerade Probleme hat auf der Lane. Aber der Kerl ist einfach eine absolute Unit immer später. Ich schiff Flaschen, ne? Wir müssen dann gleich einmal kurz noch basen hier. Gleich einmal kurz noch basen. Nice. Eieiei. Nice. Und so beginnt es. Und so beginnt es, meine Damen und Herren. Jetzt hat der Toplaner einen Shutdown, der Jungler einen Shutdown, Botlaner hat einen riesen Shutdown. Das ist jetzt sehr bitter, ne? Weil wenn ich jetzt so basen, jetzt kann ich wieder nicht basen, leider. Und sonst kriegt ihr leider einfach die zu viel Glocken hier. Und das zurück. Aber jetzt hat Obsess hat unsere Botlane wieder zurückgebracht, was sehr, sehr nice ist für uns. Oh mein Gott. Der Jungler wollte jetzt komplett ausmachen, ne? What? Ich war da nicht markiert, oder? Alter, ist die fett. Alter! Die Lishbale Rationally, Das heißt, dass sich nichts für Nidalee im nächsten Patch ändert. Ich glaube, Nidalee hat bestimmt terrible Winratios, oder? Ich glaube, das ist halt wieder so ein absoluter Experten-Champ. Aber ich glaube, also wenn du die spielen kannst, ist die jetzt anscheinend gut. Aber ich glaube nicht, dass die Buff. Also die Wench sollten sie aber wahrscheinlich eher buffen leicht für die allgemeine Spielerbasis. Könnte ich mir vorstellen. So, ich bin so gefeedet, ne? Unser Botlane hat halt leider ein bisschen den Stick bekommen, aber sonst. Einfach raus, dann können wir hier nach unten gehen. Kannst du dich bitte muten und die Musik lauter machen? Hey! Du bist doch für mich hier. Heute läuft echt verdammt gut, ey, bis jetzt. Ich hätte es nicht gedacht, also ich dachte, ich bin hier komplett washed up, aber wir haben gerade einen riesen Winstreak in Challenger, Leute. Wenn wir das Game auch noch holen können, das wäre insane. Wenn das Game sieht winnable aus, natürlich ist noch ein harter Kampf, da ist noch eine Menge zu spielen für, aber sieht auf jeden Fall winnable aus. Gidui ist gut in Position. Maybe, maybe. Das war gebasht, ne? Was hältst du von Lucian Mitte? Die korrekte Antwort, wenn ihr Lucian Mitte spielen möchtet, spielt ihr keinen Lucian Mitte. Das ist die korrekte Antwort, wenn ihr LP gehen wollt. Eine weitere Antwort wäre zum Beispiel Abstand gewesen. Oh mein Gott, die kriegen Nash. Oh mein Gott, Alter. Gibt's schon Eintracht Spandau schon Jerseys? Ich brauche ein Eintracht Spandau Jersey, ey. Ich sehe, wie es ist. Eieieiei. Ich brauche ein Eintracht-Spandau-Jersey. Ich muss investieren, Leute. Ja, nur für Obsess lohnt sich schon. Zumal noch dazu sagen muss, dass Obsess bei mir über 70 Monate schon Subscriber ist. Und der Kerl sich auf jeden Fall, da kann man ein bisschen reinvestieren.
indem man das Eintracht Spandau-Dings holt. Trikot. GG's, Das ist ein 5er Winstreak, meine Damen und Herren. In Challenger. Da kann man auch mal klatschen, ne, an der Stelle. Das hätte ich nicht gedacht. Doch nicht so wurscht ab, ha? Doch gar nicht so wurscht ab. Das ist ja insane, wie das hier läuft. Hab dich, es gibt einen Shop. Danke dir, Slugs. Direkt einkaufen, ja. Aber kommt das noch bis Sonntag, ist die wichtige Frage. Das ist die ganz wichtige Frage. Wird der Sir wieder vom Team getragen? Hey, 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 hey.